Warum Arthur als Schulsklave und wie geht das und dergleichen mehr? Da hat sich, das hat sich in den letzten etwa 12 Jahren mehrfach geändert. Arthur ist als Schulserver seit inzwischen etwa 12 Jahren auf dem Markt. Von den Schulservern, die damals entwickelt und dergleichen geworden, ist er der einzige Überlebende. Inzwischen gibt es einige Mitbewerber neueren Datums. Inzwischen ist bei Schulservern durchaus zu sortieren zwischen kostenpflichtigen und kostenlosen Schulservern. Arthur ist derzeit anscheinend von den etwas eher verbreiteten Schulservern einer der beiden kostenlosen, der andere, Skole Linux, auch hier im Raum vertreten. Was spricht für Arctur? Natürlich das VW-Argument und das Microsoft-Argument. Zum einen seit 12 Jahren auf dem Markt, zum anderen hängt eben auch mit dem hohen Alter zusammen. Inzwischen und noch immer vermutlich der mit Abstand am häufigsten eingesetzte Schulserver, mindestens in Deutschland. Mit aller Vorsicht zu Downloadzahlen und dergleichen mehr. Die Version, die ich gleich vorstellen werde, Arctur Version 3.6, hat inzwischen Downloadzahlen von etwa 4.000. Gut, Downloadzahlen sagen nichts aus über Installationen direkt, aber sie lassen erahnen, wenn davon 10% installiert sind, es ist etwa der Marktanteil, den einer der kommerziellen Mitbewerber, der Access-School-Server hat. Dankeschön bei der Gelegenheit an Windschattel. Den Download würde ich über meinen Server nicht mehr schaffen können. Da kommen einige Terabyte pro Monat zusammen. Und das wird dort mit wunderbarer Geschwindigkeit abgewickelt. So, ich werde auf diese Seite gleich noch ausführlicher eingehen. Erst einmal werde ich nebenbei an einem anderen Rechner, den ich auch hier verborgen habe, zeigen, wie Arctur zu installieren ist. Der ist andersrum. So, theoretisch macht man das mit einem Umschalter. Und hier sind auch zwei Umschalter, aber die funktionieren beide nicht genauso, wie ich es haben möchte. Wo habe ich meine, da, meine CD hingelegt? So, ich hoffe, dass dann auch gleich ein Bild kommen wird. Ich werde hier Arctur auf einem Laptop installieren. Das ist nicht unbedingt eine sinnvolle Dauerinstallation. Aber halt, man soll nicht zwei Sachen auf einmal machen. Aber für solche Vorführungen geht eben auch die Installation auf einem Laptop. Mit dem klitzekleinen Teilproblem, wir kommen irgendwann mal zu einem, zeigt er das Bild oder zeigt das nicht? Ich hätte gerne ein Bild. Und warum liefert das kein Bild? So, den allerersten Starteil haben Sie jetzt verpasst, wo der arme Benutzer gebeten wurde, einmal auf die Enter-Taste zu drücken, damit er auf die Installation startet. Jetzt kommt erstmal der Teil, den Sie von vielen Linux-Bootvorgängen zur Genüge kennen. Der ist nicht sonderlich interessant. Hier ist jetzt, Moment, nach meiner Uhr dauert es jetzt etwa 25 Minuten, bis der größte Teil der Installation fertig ist. Ich habe jetzt schon einmal auf die Enter-Taste gedrückt, damit ich hier hinkomme. Jetzt kommt der erste große Intelligenztest. Was will ich denn machen? Ich will natürlich dies hier machen. Updaten vorbereiten. Arctur ist so konzipiert, dass auch ältere Versionen insgesamt gefahrlos abgedatet werden können. Und das funktioniert meistens gut. Gerade gestern hat ein Kollege mal wieder etwas mehr Pech gehabt. Aber er hat ein gutes Backup, das weiß ich. System wieder startfähig machen. Hängt mit Nilo-Conf und dergleichen mehr zusammen.
für die Leute, die Group als Group Manager benutzen. Arthur benutzt LiloConf, weil das noch weniger Probleme macht. Normalerweise funktioniert es zuverlässig. Diese Ecke ist inzwischen etwas wichtiger geworden. Arthur 1995, 96 war noch so konzipiert, dass er auf eine 200 Megabyte Festplatte draufpasste. Das ist inzwischen etwas knapp. Es ist auch schwierig, 200 Megabyte Daten zu bekommen. Die Wurzelpartition belegt inzwischen knapp 2 Gigabyte. Insgesamt für die Installation Minimum sind etwa 6 Gigabyte. Und es kann sich durchaus lohnen, den ersten Installationsdurchlauf bei einer solchen 6 Gigabyte Platte zu machen und dann hinterher das Home-Verzeichnis umzuschieben auf eine andere Platte. Für die Leute, die schon das öfter installiert haben, das System ist konzipiert für Leute, die bisher noch nie installiert haben, keine Ahnung haben von Linux und dergleichen mehr, die nach Möglichkeit nichts gefragt werden, von dem sie keine Ahnung haben und dann nicht wissen, was sie antworten sollen. Auch hier umkopiert auf eine besser partitionierte Platte, da wird dann einfach der Reihe nach umkopiert, ohne dass die Leute groß gefragt werden, wie hättest du denn gerne partitioniert. Wer etwas mehr Ahnung hat von Linux, der kann natürlich auch diese ganze Umkopiererei machen, ohne diese Hilfe. Wir machen es jetzt mal so. Ich will alles neu aufbauen. Komm. Bei der Festplattenidentifikation, da gibt es, wie insgesamt bei Linux immer wieder zu beobachten, ab und zu Probleme mit allerneuester Hardware. Mit RAID tut sich Linux insgesamt etwas schwer, diese Version auch. Mit neueren SATA-Controllern auf neuesten Motherboards tut sich Linux immer wieder schwer. Ich habe als Fauler ausgeliefert immer meine Knoppix-CD, Knoppix 5.1. Zwar deshalb, die Knoppix-CD kommt eher zu den Problemfällen. Wenn die Knoppix-CD nicht bootet, dann weiß ich, komme ich hiermit im Moment auch nicht weiter. Es ist ein Hardware-Problem, es ist kein Linux-Problem, es ist kein spezielles Arthur-Problem, leider. So, Teil 1. Damit ich nicht ohne weiteres die gerade noch lauffähige Version überschreibe, die hier die erste Frage. Ich will aber jetzt alles neu überschreiben. Und jetzt die letzte Sicherheitsabfrage und der letzte Intelligenztest. Hier könnte ich noch gefahrlos abbrechen, aber die Kiste soll laufen. Und hier steht jetzt, wie sie partitionieren wird, ohne dass ich groß eingreifen kann. Hier im speziellen Falle 300 Megabyte, deswegen, weil ich als Festplatte eine kleinere habe. Wenn ich heutige Festplattengrößen nehme, 200 Gigabyte und mehr, dann würde für die Wurzelpartition 5 Gigabyte genommen, für die WAR-Partition auch. Es gibt inzwischen durchaus für Schulen verwertbare Ansätze unterhalb der Wurzelpartition, das heißt also fernab von WAR und von Home, viel Platz anzulegen. Etliche Virenscanner packen sich unter Opt, einige Schmuddelfilter packen sich unter Opt, Datenbanken wiederum packen sich sehr gerne irgendwo ins WAR-Verzeichnis, auch das sollte etwas größer sein. Also wird dann ein bisschen am Platz vorgelegt. So, jetzt kommt das, wer schon mal Stack, wer installiert hat, der kennt diese Bilder. Von der Stückzahl her, etwa 400 Pakete Pegasystem, Slackware, davon mehr als 100 nur Perl-Pakete, Perl-CFAN-Pakete. Das heißt, vom Pegasystem her tatsächlich weit unterhalb von 300, da brauche ich keinen Paketmanager. So, die Kiste ist jetzt eine Weile beschäftigt. Ich schaue mir das hier derweil an. Und wir wechseln zum anderen Bild, wenn das dann irgendwann mal wiederkommt. Muss die Kiste angeworfen. So. Noch einmal Zielgruppe auf Grundschule. Zielgruppe Hauptschule, Realschule. Bei Gymnasien bin ich etwas vorsichtiger. Bei Gymnasien, so nach meiner Erfahrung mit vielen, vielen Kollegen,
Dort wird der Schulserver als Faustgefecht für die Informatik AG benutzt und spätestens alle halbe Jahre neu aufgesetzt. Dieser Schulserver, der hat einmal installiert zu werden, der hat vielleicht ab und zu abgedatet zu werden, ansonsten kommt er in die Besenkammer, da hat niemand dran zu arbeiten. Besenkammer deswegen, dort will keiner freiwillig arbeiten. So in früheren Zeiten habe ich auch empfohlen, packt einen Schwarz-Weiß-Bildschirm dran, aber die kriegt man heutzutage nicht mehr. Ich habe es auch bei uns an der Schule einmal erlebt, da hat dann ein Kollege mal eben den Rechner benutzt, um eine Diskette drauf zu formatieren und hat sich gewundert, so viele seltsame Bilder. Am Server hat niemand zu arbeiten. Bei Linux, wer schon mal damit gearbeitet hat, weiß, Linux lässt sich, so ein Linux-Server lässt sich bequem übers Netz von irgendeinem sonstigen Client aus fernwarten. Man kann sich sehr schnell dran gewöhnen. Bei der Erstinstallation ist es was anderes. So. Das fachchinesische Server-Client, die müssen sich damit nicht auskennen, um die Anlage zu betreiben. Wie weit es hilft, die Begriffe sauber zuzuordnen, weiß ich nicht. Aber sie sollten zumindest ein bisschen die beiden Vokabeln tauchen dabei auf. Was liefert Arctur und im Prinzip auch jeder andere mir derzeit bekannte Schulserver. Dies hier ist insgesamt erstmal nicht typisch speziell für Arctur, sondern für Schulserver. Die Unterschiede sind etwas eher bei Kosten und bei Pflege und bei Verbreitung. Anmeldeserver ist mindestens dann interessant, wenn in der Schule mehr als nur ein Rechnerraum ist, wenn was anzustreben ist und was eigentlich kommen wird, in jedem Klassenraum Netzzugang ist, was auch immer Netzzugang ist und konkret bedeutet, meistens reicht Zugang zum internen Netz, zum sogenannten LAN. Und dann ist es sinnvoll, wenn ich mein Home-Verzeichnis nur einmal auf dem Server liegen habe und dann von jedem Rechner in der Schule aus drauf zugreifen kann. Und dazu muss irgendjemand den Anmeldeserver machen und die Home-Verzeichnis verwalten. Die nächste Ecke, Webserver, ist an Schulen eine ganze Weile nicht unbedingt notwendig. Ist dann interessant, wenn zum Beispiel der Kunstlehrer, die Kunstlehrerin das Netz missbraucht, um Webseiten zu gestalten. Der Deutschlehrer, der Englischlehrer kann dafür auch interessiert werden. Webseitengestaltung ist was ganz anderes als zum Beispiel Bildbetrachtung oder Textgestaltung und dergleichen mehr. Die Jungs und Mädchen sind da mit ganz anderem Ehrgeiz dran. Und dann kann ich den bei Arctur mitgelieferten Webserver benutzen, um die von mir produzierten Webseiten allen anderen in der Schule zu zeigen. Das sollte insgesamt eine ganze Weile nur innerhalb der Schule gezeigt werden, aus rechtlichen, inhaltlichen und sonstigen Gründen. Es geht dabei. Nächste Ecke, Proxy-Server. Proxy-Server, sehr stark vereinfacht. Den benutze ich, wenn ich ins Internet will, wenn ich surfen will. Zur Nutzung innerhalb der Schule, so nach meinen Erfahrungen in unserer Schule, in vielen Nachbarschulen, Surfen ist nicht Schwerpunkt des Einsatzes von Arctur. Es geht natürlich auch. Aber die meisten Schulen, die ich kenne, in denen Arctur eingesetzt wird, die benutzen Arctur nicht als Zugang zum Internet, sondern für pur Lokale. Aber wenn es darum geht, Geld für die Schule beim Schulträger bereitzustellen, dann ist natürlich Zugang zum Internet und Surfen ein wichtiges Argument. Das verstehen wir. Dafür wird Geld locker gemacht und schneller Zugang und immer schnellere Webzugang und dergleichen mehr muss alles sein, auch wenn es im Unterricht nicht benötigt wird. Außer wenn vor allem die Jungs nebenbei noch Unfug treiben. Zum Proxy-Server wird automatisch auch diese Ecke hier, Kindermädchen für Schmuddelseiten. In einigen Bundesländern ist Rechtsvorschrift direkt ausdrücklich, dass, ich übersetze es ein bisschen freistehend, der Besuch von Schmuddelseiten und dergleichen unterbunden wird, Jugendschutz und so weiter und so fort. Betrifft mindestens die Altersgruppe bis 16, auch bis 18. Einige Schulen sind durch Landesgesetze förmlich gezwungen, das einzuhalten. Bei den anderen gilt,
das normale Jugendschutzgesetz sowieso, die müssen auch drauf achten. Wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat, der weiß, es ist möglich, diese Seite, jene Seite, jene Seite zu sperren. Der nächste Schritt, es ist ein Platz, das zu umgehen. Sie brauchen dazu keine Informatikkenntnisse, Sie brauchen dazu keine Computerkenntnisse, Sie müssen nur eine Webseite anklicken können und dann umgehen Sie jeden Proxy-Server. Es funktioniert. Nach dem, was ich mitbekommen habe, die Umgehungsmechanismen sind erheblich wirksamer als die Schmuddelfilter. Es bedeutet letzten Endes, auch wenn so etwas mitläuft, die ganz bösen Buben kriegen Sie dadurch nicht abgeschreckt, da müssen Sie immer noch Logdateien lesen und gucken, welche Seiten denn besonders lange aufgerufen worden sind. Und wenn Ihnen die Seiten komplett unbekannt vorkommen, dann dürfen Sie es mal vermuten, das ist nichts Gutes. Ganz einfach. Es gibt auch andere Mechanismen, nämlich ab und zu mal auf dem Bildschirm gucken. Das ist durchaus noch immer erlaubt. Das bedeutet unter anderem auch, einen Rechnerraum unbeaufsichtigt zu lassen, das hat nichts mit Achter zu tun, ist immer noch stetig allein. So, Server für Mail und News. News, es gibt noch immer Leute, die wissen, was News sind, die auch News-Server kennen, die News-Groups kennen. Es wird seltener. News-Groups werden anscheinend immer häufiger ersetzt durch Foren. Nein, dazu sage ich jetzt nichts. Arctur liefert auch einen eigenen News-Server mit. Der kann benutzt werden. Ich kenne nur ganz, ganz wenige Schulen, die das heutzutage tatsächlich nutzen. Der ganz große Bedarf für den schulischen Einsatz ist gering. Mail-Server. Arctur hat selbstverständlich auch seinen eigenen Mail-Server. Beim Mail-Server Technik kein Problem. Beim Mail-Server kommen viele, viele rechtliche Probleme auf Sie zu. Nämlich, als Lehrer sind wir alle miteinander nicht nur zur Aufsicht berechtigt, sondern wir sind auch zur Aufsicht verpflichtet. Wir müssen genauso, wie wir den Waffenerlass und dies und das und jenes berücksichtigen müssen, müssen wir auch darauf achten, dass bei Mail kein Unfug getrieben wird. Wenn also die Schule einen Mail-Server betreibt, für die Schüler, ich nehme erstmal die Gruppe, dann muss mindestens ein zuständiger Lehrer die Post im Rahmen von Jugendschutz und dergleichen mehr kontrollieren. Aufsichtspflicht von uns Lehrern. Andererseits gibt es einige Gesetze, die den Blick in andere Leute E-Mail verwehren. Und das ist ein Spagat, den möchte ich den wenigsten Kollegen zumuten. Es ist technisch nicht notwendig, dass ein schulinterner Mail-Server betrieben wird. Möglich ist es, aber technisch nicht notwendig. Aus rechtlichen Gründen ist es viel eher ratsam, dass gesagt wird, beschafft euch irgendwo woanders einen E-Mail-Account, den ihr dann notfalls euer Leben lang haben wirkt. Der Schul-Account erlischt ja spätestens dann, wenn ich die jeweilige Schule verlasse. Ich kann also ohne weiteres einen sonstigen Mail-Account schmackhaft machen und dann wird eben die E-Mail darüber abgewickelt, das geht. Es ist für die Lehrer aus rechtlicher Sicht viel eher zumutbar, als es Spagat zu machen zwischen reingucken muss ich, aber reingucken darf ich nicht. Die nächste Ecke, der Mail-Server wird natürlich dann auch gerne von Lehrern benutzt. Und ich weiß aus Erfahrung mit vielen Kollegen, Lehrer können in dem Bereich sehr sparsam sein. Der kostenlose E-Mail-Account in der Schule wird natürlich noch lieber benutzt als ein Account, den ich eventuell bezahlen müsste oder sonst was. Gut, es ist inzwischen nicht mehr ganz so schlimm. Eine Zeit lang war es so, dass der arme Kollege an der Schule gebeten wurde, richte doch für mich den kostenlosen Account ein. Ich kann da zwei Mark pro Monat sparen oder so. In Kollegenpost darf ich natürlich überhaupt nicht reinkommen. Ist recht nicht in Post meines Schulleiters. Und da ist die Ecke, wo ich jedem Kollegen dringend davon abrate, Post von Kollegen über den von ihnen betreuten Server abzuwickeln. Das gibt irgendwann ganz gewaltigen Ärger. Wer den Server betreibt als Administrator, kann in jede Post reinrufen. Und auch wenn er es nicht tut, er kann niemals glaubhaft machen, er hätte niemals reingehen. Es geht. Am einfachsten ist sowas gar nicht ist zu betreiben. So. Nächste Ecke, die Arctur kann und die meisten Schulserver,
Applikationsserver oder File-Server. Das betrifft die Ecke servergestützte Installation von Programmen. Es ist zum Beispiel möglich, Office-Pakete, ob es Microsoft Office ist oder OpenOffice, überwiegend einmal auf dem Server zu installieren. Und auf den einzelnen Clients werden dann immer so kleine Häppchen noch installiert. Es gibt andere Programme. Mein Lieblingsbeispiel ist noch immer DickDocs, ein uraltes DOS-Spiel von der Deutschen Verkehrswacht, einmal auf dem Server zu installieren und dann von jedem Client aus spielen zu lassen. Es macht mir die Pflege des Systems viel, viel, viel einfacher, wenn ich ein Programm nur ein einziges Mal nur auf dem von mir kontrollierten Server installiert wird, als wenn ich durch die Schule rennen muss und bei jedem Client kontrollieren muss, ist auch da das Programm genauso installiert, wie ich es haben will. Arthur kann das, es geht, man kann sich dran gewöhnen. CD-Server könnte er auch. Ist aber eine ganz schlechte Lösung, denn ich muss dann irgendwo in einem Gestell so um die 10 oder 15 oder 20 CD-ROM-Laufwerke, inzwischen DVD-ROM-Laufwerke haben, damit ich all die vielen CDs, DVDs vorhalten kann, die die einzelnen Kollegen gerade benutzen wollen. Da gibt es intelligentere Lösungen, nämlich Image und einmal ins Umfeld File-Server hineinpacken. FTP-Server kann er auch. FTP für intern, FTP zum Zugriff von draußen, geht alles. Es gibt Leute, die sagen, FTP sei unsicher. Das mag so ganz grundsätzlich stimmen. Ich habe insgesamt noch nirgendwo die Ecke erlebt, wo durch einen FTP-Server, der so im Prinzip unsicher ist, tatsächlich hin oder mit einem Arctos-Server getrieben wurde. Okay, vor ganz vielen Jahren war mal das übrige Programm bekanntermaßen unsicher. Und da gab es schon ab und zu Querbeet-Einbruchsversuche. Da wurde Arctur genauso ausprobiert wie viele andere Server, ob dort dieser spezielle Server installiert war. Und wenn, wurde es ausprobiert. Gut. Programm gewechselt, seit der Zeit kein Problem mehr. So, das ist diese Ecke. Kann man alles benutzen? Muss man nicht unbedingt benutzen. Für Schulen allemal sinnvoll Anmeldeserver, Proxy-Server, File-Server und beim File-Server läuft darauf hinaus, die Clients sind ja meistens Windows-Clients, die sehen dann diese sogenannten Freigaben in der Netzwerkumgebung. Ich kann sie auch mit Laufwerksbuchstaben versehen und dann sehen sie so aus wie sonstige Windows-Laufwerke. Die meisten Benutzer müssen nicht wissen, dass dieses Laufwerk nicht im lokalen Rechner eingebaut ist, sondern irgendwo woanders liegt. Es funktioniert trotzdem. Nächste Ecke, Terminal-Server. Da gibt es klitzekleine Unterschiede, zumindest einem Mitbewerber. Arctur kann auch als Terminal-Server dienen. Etliche Kollegen und ich halten vom Prinzip her durchaus eine ganze Menge vom Terminal-Server, nur ein Terminal-Server bei heutigen Anforderungen durch die Clients erfordert sehr schnell einen sehr, sehr, sehr dicken Server. Die Grobschätzung ist so ungefähr für 4 Clients 1 Gigabyte RAM. Wenn ich also einen Rechnerraum mit 20 Clients habe, dann brauche ich einen so dicken Server, nur damit er als Terminal-Server einigermaßen klarkommt. Wenn ich eine größere Schule habe und nicht nur einen Rechnerraum mit 20 Clients, sondern zum Beispiel 50 oder 100 Clients, dann brauche ich auf einmal einen extra großen Raum mit 2, 4, 6, 8, 10 Terminal-Servern, die sich irgendwie die Arbeit teilen. Dann pflege ich eben nicht mehr jeden einzelnen Client, sondern dann pflege ich meinen Teil von Terminal-Servern. Das ist insgesamt eine Verlagerung von Arbeit, keine Erleichterung von Arbeit. Um es zu vergröbern, gehen Sie mal zu IKEA, schauen Sie sich an, IKEA benutzt noch immer Terminal Server und Clients. Für die Anforderungen bei IKEA reicht das sicher aus. Wenn Sie nur Office-Paket machen, dann reicht auch in Schulen Terminal Server, Terminal Client. Wenn Sie Bildbearbeitung machen, wenn Sie schnelle Grafik machen, ist normalerweise entweder das Netz
oder der Server oder alles miteinander komplett überfordert. Das führt dann dazu, dass der erste Rechnerraum eingerichtet wird, nicht mehr mit Thin-Clients, sondern mit richtigen Clients. Und dann ist die nächste Überlegung für den armen Lehrer, gehe ich heute in den Rechnerraum oder gehe ich in den Rechnerraum? Und das fördert das Parsing andererseits. Das wird insgesamt sehr schnell unübersichtlich und schwer pflegbar. Die Idee beim Terminal Server ist wunderschön, die Praxis sagt, es gibt Probleme. Access Point im Umfeld, WLAN und dergleichen mehr, geht natürlich auch, ist Linux, überhaupt kein Problem. Backup-Server geht. Wobei Minimum beim Backup-Server ist, dass ich eine weitere Festplatte einbaue und regelmäßig in kurzen Abständen auf diese weitere Platte sichere. Da wird ein Programm mitgeliefert, das es erlaubt, schnell und effektiv auf große Datenmengen zu speichern, zu sichern. Bei mir zu Hause läuft natürlich auch so ein System, dass ich bei meinem Hauptrechner etwa 40 Gigabyte zweimal täglich sichern, fortlaufend. Ich habe insgesamt auch die ersten 3 Jahressicherungen drauf. Die 40 Gigabyte Sicherung belegen insgesamt so um die 120 Gigabyte auf der Sicherungsfestplatte. Man kann sich sehr schnell an diese Art von Datensicherung gewöhnen. Ist ein schnelles, auch das Backup geht sehr schnell. Es ist was ganz anderes als Sicherung per Image und dergleichen mehr. Es ist auch was ganz anderes als das, was gerne vorgeschlagen wird, nämlich ich nehme ein RAID, RAID 1 beispielsweise, und meine, das sei Datensicherung, ist es nicht. Bei RAID 1 haben sie auch Viren sofort auf beide Teile drauf kopiert und dann hilft ihnen die Sicherung nicht mehr. Druckerserver kann die Kiste auch. Bei Druckerserver ist zu überlegen, ob es wegen der Aufsicht, wegen der Technik und dergleichen mir nicht eher sinnvoll ist, dass in jedem Klassenraum ein Drucker steht, am besten ein etwas älterer Laserdrucker. Farbdrucker ist riskant, werden die Farben direkt auf Papier ausgedruckt oder aber, auch sehr beliebt, die Farben werden einfach ausgebaut und zu Hause eingebaut. Beim Laserdrucker ist das Risiko erheblich geringer. Und wenn der Laserdrucker am Lehrertisch ist, dann wissen alle Beteiligten, der Lehrer sieht alles, was gedruckt wird, das vermindert den Papierbedarf ganz gewaltig. So, wie weit ist die Kiste? Die Kiste ist mit der Installation jetzt fast fertig. Kernel Version 2.6.25.2. Ist nicht die allerneueste. So. Wenn Sie sich daran erinnern, was ich bisher an Tasten gedrückt habe, bisher fast nur Bestätigungstasten, auf Fragen, die noch einigermaßen einfach sind. Jetzt muss ich hier endlich mal per Netzschalter sein. Ich muss mir aus der Köpfig-CD nochmal angucken, wie ich das machen kann, dass das System dann die CD auswirft und dergleichen mehr. Moment. So, jetzt kommt das große Problem. Bei dem Kernel, der jetzt eingebaut ist, könnte es, dass er irgendwann normal das Bild sieht. Noch geht es. Ich finde das Bild schön. Na komm. Was ist bisher passiert? Das Trägersystem ist installiert worden, die Akku-Oberfläche installiert worden. Jetzt kommt die lokale Einrichtung. Nämlich Systemname, Passwort und dergleichen mehr. Ist schon etwas höherer Intelligenzaufwand, aber noch nichts, was im engeren Sinne Linux-spezifisch ist. Wieder die altvertrauten Bilder. Mm-hmm.
So. An der Ecke arbeite ich auch noch etwas intensiver. Ich habe unlängst unter anderem eine Anfrage aus Rumänien bekommen, Siebenbürgen. Ich behaupte zwar, in Siebenbürgen können die Leute immer noch Deutsch, oder gibt es noch genug Leute, die Deutsch können, aber seltsamerweise möchten die gerne auch die Oberfläche auf Rumänisch haben. Es war bereits mal eine Anfrage. Spezialisten kennen den Hauptunterschied zwischen deutscher Tastatur und Schweizer Tastatur. Schweizer Tastatur hat kein SZ. Ich bleibe im Moment bei der deutschen Tastatur. Mal wieder ganz viel Text zum Lesen. Das Passwort als solches. Und jetzt kommt der erste Teil, der direkte Spezialkenntnisse oder Vorbereitung in dergleichen mehr erfordert. Die haben sich den Text natürlich schon alle durchgelesen und haben ihn verstanden. An der Stelle, das System heißt auch deswegen CTODS-Schulserver, weil der Verein Offene Deutsche Schule sich erstens die Domäne schule.de hat reservieren lassen und zweitens allen Schulen ohne Prüfung erlaubt, Subdomänen unterhalb von schule.de einzurichten. Andere Domäneninhaber sind damit nicht ganz so großzügig. Bei anderen Schulservern habe ich erlebt, dass dann zum Beispiel .local oder sonst was eingerichtet wird und das kollidiert dann eventuell mit anderen Programmen, die meinen .local gehört mir aber auch. Schule.de sieht ganz gut aus, auch wenn es nicht benutzt wird. Ich nehme eine etwas andere Domäne. Das darf ich. Jetzt kommen wieder Fragen, die etwas leichter zu beantworten sind. Hier ist das etwas größere Problem. Wie navigiere ich hier? Wir sind ja gewohnt, jede Eingabe mit der Enter-Taste zu bestätigen. Ist hier nicht so sinnvoll. Den wollte ich haben. So. Ein Teil noch aus grauer Vorzeit. Das System hat zwar erstens erkannt, dass eine Netzwerkkarte drin ist, zweitens auch den Typ der Netzwerkkarte erkannt. Ich bin noch nicht dazu gekommen, die Erkennung etwas weiter auszubauen. Teilproblem ist, ein solcher Server sollte meistens zwei Netzwerkkarten haben. Ich muss mich also eventuell entscheiden, die eine Netzwerkkarte dafür, die andere Netzwerkkarte dafür. Ich kann das nicht komplett automatisieren. Ich sollte es eigentlich komplett automatisieren. Also, das System hat gefunden. Moment. Es hat im Moment eine Ethernet 100 gefunden und die steht hier im Angebot mit drin, neben vielen anderen. Und die nehme ich. Nächster Teil, IP-Adressbereich. Ich könnte diese Einstellung einfach so übernehmen. Ich kann sie auch abändern. Für die meisten Schulen reicht das 192.168 Netzdicke aus. Ich kann damit insgesamt durchaus komfortabel um die 100 Clients anschließen, wenn ich die IP-Adressen auch halbwegs sortiert, nach Räumen sortiert und dergleichen anlegen will. Wenn ich mehr haben will, ich kann das Netz beliebig ausweiten. Es gibt auch Schulen, die machen das mit der Zuordnung IP-Adressen, Rechner und Räumen noch etwas aufwendiger. Die nehmen das 10er-Netz. Da haben sie noch mehr Möglichkeiten, die Raumnummern in die IP-Adressen abzubilden. Aber wer so etwas machen will, der sollte sich vorher ein bisschen mehr Ahnung über IP-Adressen zulegen.
ist hier nicht unbedingt notwendig. Ich sage dir einfach mal yes. Und etliche andere Daten werden mit übernommen. So. Und bei meinem Glück weiß ich, die Kiste braucht jetzt wieder eine ganze Weile, um hier das Ganze durchzuwühlen. Aber es waren bisher noch immer keine Entscheidungen, die furchtbar schwer waren. Oh, okay. So, jetzt werden noch einige ganz wenige Sachen nachinstalliert, die erst dann installiert werden sollten, wenn das System bereits seinen Namen hat. Und dann ist die Namensgebung des Systems auch fertig. Das reicht noch nicht ganz aus. Die Kiste ist bei diesem Paket noch etwas länger beschäftigt. Die Zeit muss ich jetzt noch irgendwie mit intelligenten Bemerkungen überwinden. Vielleicht baue ich irgendwann auch eine Zeituhr ein, damit die Leute wissen, es dauert noch ein bisschen. So. Und dann ist die Kiste noch immer nicht ganz fertig, aber fast fertig. Denn das, was jetzt noch okay. So. Die förmliche Einrichtung ist erledigt. Bisher ist ein einziger Benutzer angelegt worden. Und zwar, die Dokumentation ist auf der CD auch drauf. Die ist inzwischen auch auf dem Rechner drauf. Nur Dokumentation lesen zu diesem Zeitpunkt geht natürlich nicht. Die Dokumentation ist aber auch im Netz. Wenn Sie aus anderen Gründen noch irgendeinen Windows-Client haben, der direkt ins Netz kann oder in den Sie die zweite CD eingelegt haben, können Sie auch etwas mehr mitlesen. Üblich ist erst einmal, dass Arctur vom User sysadm benutzt wird. Und dessen Passwort hatte ich vorhin eingegeben. Und wenn überhaupt Sie sich mit dem System dann als Administrator weiter beschäftigen, muss nicht unbedingt sein, dann sollten Sie das überwiegend als Benutzer sysadm machen. Andere Benutzer können dann anders angelegt werden, zum Teil müssen sie auch anders angelegt werden. Und in die Ecke kommen wir dann hoffentlich gleich noch. Also, ich gehe mal auf eine andere Konsole. So, Benutzer sysadm ist dafür zuständig, das Passwort kenne ich sogar noch. Letzte Runde Installation. Ja, bin gut in der Zeit. Ich brauche diesen Teil unter anderem auch, damit ich dem Benutzer Root sein Root-Passwort geben kann. Ich habe irgendwann mal überlegt, warum arbeite ich hier bei Arctur meistens als Root und nicht als sonstiger Benutzer. Es ist ein ganz simples Prinzip. An dem Server hat insgesamt kein normalsterblicher User zu arbeiten. Ein normalsterblicher User hat am Client zu arbeiten und hat sich von dort her einzuloggen. Am Server selbst hat niemand zu arbeiten. Wenn ich am Server arbeite, dann weil ich irgendwelche Root-Aufgaben oder SysADM-Aufgaben übernehmen darf. So, das ist das wunderschön übersichtliche SysADM-Menü. Eine grafische Oberfläche ist in Arbeit. Einige Anfänge sind da, die aber nicht sonderlich ausbaufähig sind. Bei der grafischen Oberfläche zum einen Arctur wird ohne X-Server mitgeliefert. Ein Server braucht keine X-Server-Oberfläche. Zum anderen, wenn ich von einem Client aus Arctur administrieren will, habe ich das Henne-Ei-Problem. Ich muss Arctur erst einmal so weit hinbekommen, dass er Dienste ins Netz anbietet, dass er eine Netzwerkkarte anbietet und dergleichen mehr. Und das kann ich erst. Und dazu musste ich erstmal eine ganze Weile am Server gearbeitet haben. Also brauche ich auch noch immer diese karge Oberfläche. Und auch meine andere Erfahrung, für Fernwartung ist dies ja eine sehr komfortable Oberfläche. Schön schnell, ohne lange Wartezeiten, übersichtlich. Keine großen Probleme, man kann sich dran gewöhnen. So, ich will jetzt mal Anwender verwalten. Auch hier erstmal ein riesengroßes Angebot. Wenn Sie Benutzerverwaltung machen in der Schule oder machen lassen, meistens dürfte dies hier dran sein, darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Ich kann dort mit Hilfe einer Datei aus dem Sekretariat
klassenweise Schüler einlesen und auch ohne Datei aus dem Sekretariat komplette Klassen ausschulen, in Anführungszeichen aus dem System. Das ist etwas, was typisch ist für Schulserver. In Betrieben ist so eine solche Aufgabe selten notwendig. Im speziellen Fall brauche ich einzelne Anwender. Bei den einzelnen Anwendern, ich kann auf den Stellzugang eines, die Sache mit den Umlauten, daran arbeite ich. Ich kenne noch die Kernel, die mit ASCII, die mit ISO 8859 arbeiten. Inzwischen sind die Kernel mit Fremdsprachen etwas oder mit Sonderzeichen etwas mäkeliger geworden. Ist kein spezielles Upload-Problem. Einige andere Diskussionen haben die Probleme auch. Ist ein Trost, aber keine Rechtfertigung. Shell-Zugang. Normalerweise haben User nur das Recht, auf aktuell ihr Passwort zu ändern und sonst nichts, sicherheitshalber. Sie haben keinen Linux-Benutzer-Account auf Arctur, sondern nur gerade eben die Möglichkeit, Passwort zu ändern. Gut, läuft etwas anders. Das sind im Moment alle angelegten Benutzer, nämlich einige Systembenutzer, die anderen würden kommen. Und an der Stelle könnte ich jetzt das Gut Passwort ändern, aber das mache ich jetzt nicht. Ich behaupte einfach, Sie wissen, wie das geht. Der Server wäre jetzt betriebsbereit. Ich könnte ihn in die Ecke stellen, Bildschirm abschalten und von jetzt ab könnte ich ihn von irgendeinem Client aus, in der Schule oder von zu Hause aus, weiterverwalten. Das war mit viel Erklärung eine Sache von 45 Minuten. Normalerweise, ich habe es zu Hause nochmal ausprobiert, bei diesem Rechner, 700 MHz CPU Hightech, dauert die Installation etwa 35 Minuten. Wenn ich eine große Festplatte habe, dauert das eigentlich in der Festplatte etwas länger, aber es ist insgesamt ein überschaubarer Zeitaufwand. Wer in der letzten Zeit mal sonstige Diskussionen installiert hat, ich habe es ausprobiert unter anderem mit SUSE, ich habe es auch ausprobiert mit Ubuntu, Installationszeit deutlich über eine Stunde, muss nicht sein. Solange ich keine Benutzer einrichte, die Kiste wäre benutzbar von jedem Client in der Schule aus. Was brauche ich noch von der anderen Seite? Da bin ich auch fast fertig. Nee. Da war noch erwähnt die militarisierte Zone. Ich habe eben die Seite nicht gemacht, ich will sie jetzt nicht nochmal öffnen. Die militarisierte Zone habe ich dort auf der einen Seite noch erwähnt. Die wird von Arctur nicht mitgeliefert, aus einem ganz simplen, einfachen Grund. Ich behaupte einfach mal, dass hier im Raum auch einige Leute sind, die mit dem Begriff demilitarisierte Zone nicht so viel anfangen können. Das ist erstmal typisch unter anderem für die meisten Betreuer dieses Systems. Unsere Hauptaufgabe ist, Lehrer zu sein und zu unterrichten, nicht einen Server zu betreiben. Und wenn ich als Betreuer dieses Servers nicht weiß, was die demilitarisierte Zone ist, das macht nichts. Wenn ich das wüsste, Teil 1, und wenn ich das auch noch könnte, Teil 2, dann wäre ich vermutlich an der Schule falsch eingesetzt. Zielgruppe, ich hatte es am Anfang schon einmal gesagt, ist zum Beispiel Grundschule, Hauptschule, Realschule, wo ich normalerweise unkundiges Personal habe, durchaus engagiert, durchaus bereit, viel zu machen, aber die Leute wollen nicht erst einen Volkshochschulkurs Linux gemacht haben, damit sie damit umgehen können, sondern die wollen ein System, was sie in ihrer geringen Freizeit halbwegs zumutbar betreuen. In Nordrhein-Westfalen, auch hier in dieser Gegend, gibt es viele Schulen, die Arctur eingesetzt haben und immer noch eingesetzt haben. Wenn Sie überlegen, das an Ihrer Schule einzusetzen, Sie kriegen vermutlich im Umfeld von 30, 50 Kilometern mindestens einen Lehrer, mindestens eine Schule, von der Sie Hilfe bekommen könnten.
Hier wird auch hingewiesen auf die Mailinglisten. In der Mailingliste gibt es auch schnell zuverlässig Antwort normalerweise, auch von Kollegen. Ich lese in etlichen Mailinglisten mit. Die Mailingliste Arcur zeichnet sich inzwischen wieder dadurch aus, dass sie fast nur brauchbare Hilfe bekommen, nur ganz selten anmache, wie liest das Handbuch oder so. Gut, passiert immer mal wieder. Ist aber in der Mailingliste inzwischen wieder seltener geworden. Und Nachbarschaftshilfe gehört auch noch immer mit dazu. Von Braunschweig aus bin ich mit dem Angebot etwas vorsichtiger, aber im Zweifelsfall, ich mache notfalls auch Hausbesuche. Bis Siegburg sind 5 Stunden Bahnfahrt. Da bin ich mit der Nachfrage nach Hausbesuchen etwas dezenter zu sein. Aber es gibt etliche Schulen, aus Jux und Dollerei, um Kollegen kennenzulernen, um lokale Probleme kennenzulernen. Da ist immer den Luxus, dort persönlich aufzuschlagen, mich mit den Leuten eine ganze Weile zu unterhalten. Es profitieren beide Seiten davon. Einer der Unterschiede von Arcur zu etlichen anderen Schulservern ist, Arcur wird fast ausschließlich von Leuten betrieben, auch in der Entwicklung, die ihn auch selbst in der Schule täglich einsetzen und von dort am ehesten wissen, wo es haken könnte, was die Kollegen zumuten könnten. Etliche der anderen Schulserver, die auf dem Markt sind, werden von Profis entwickelt. Und Profis sind selten im Hauptberuf Lehrer. Die Ergebnisse sehe ich in den Mailinglisten. Wenn Sie Arcur haben wollen, kostenlos, aber nicht nutzlos. Danke.